Hallo und schönen guten Tag, herzlich willkommen zu meinem 354. Mathe-Video. Heute wollte ich so ein paar Sätze über den einseitigen Signifikanztest erzählen. Ich habe ja schon die Alternativtests abgehandelt. So viele Neuigkeiten gibt es hier nicht zu verkünden, sage ich schon mal, also nicht die Erwartungen so hochschrauben. Einseitiger Signifikanztest. In vielen Aufgaben aus der Wahrscheinlichkeitstheorie geht es unter anderem um die Frage, ob eine vermutete Wahrscheinlichkeit korrekt ist oder nicht, oder mit welchem Fehler die da behaftet ist. Gut, ein folgendes Beispiel. Ein Wildhändler, der mit wilden Fleischstücken, der mit Fleischstücken vom Wild handelt. Ein Wildhändler behauptet, 70% seines Angebotes sei frisch. Zur Überprüfung werden 50 Stück Wild ausgewählt. Ja, das ist der klassische Hypothesentest, sage ich mal, in mehreren Varianten. Was legt man als Nullhypothese fest oder als Grundhypothese? Immer das, was der Realität entspricht. Man kann das auch vertauschen. Also hier H0, mehr als 70% des Angebotes ist frisch. Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit größer gleich 0,7 ist, ein frisches Stück dazu erwischen. Und dann die Alternativhypothese oder die andere Hypothese, die übrig bleibt, H1 mit P1 kleiner 0,7. Der Händler schummelt, das heißt, die 70% frische Garantie stimmen nicht. Die ganze Sache wird mit N gleich 50 durchgeführt und wir schauen uns das mal an. Zuerst macht man ja immer so ein bisschen Vorgeplänkel, also ich schreibe mir das immer gerne alles nochmal auf, was ich da habe, N gleich 50, P0 gleich 0,7, dann habe ich erstmal den Erwartungswert, μ gleich N mal P, also 35, das ist der, so, die erwartet man also mindestens an frisch und dann die der Sigma-Wert, die sogenannte Laplace-Bedingung, n mal p mal 1 minus p, das liefert mir den Taschenrechner, das liefert mir mit Hilfe des Taschenrechners den Wert 3,3. Das bedeutet, das Sigma ist größer 3, die sogenannte Laplace-Bedingung ist erfüllt. Jetzt geht es um die Fehler, die man machen kann. Es gibt ja, da habe ich ja schon in den vorhergehenden Videos drüber geredet, deshalb brauche ich das jetzt nicht so auszuwalzen. Den Fehler der ersten Art und der zweiten Art. Die Nullhypothese wird abgelehnt, wenn in der Stichprobe sehr viel weniger frische Wildstücke sind, als zu erwarten wäre. Der Ablehnungsbereich, aus dem dann die Werte sind, liegt also links vom Erwartungswert und deshalb nennt man diesen Test hier einen linksseitigen Signifikanztest. Ja, wir geben jetzt einmal Alpha gleich 5% vor. Als Fehler der ersten Art. Gesucht ist also der Annahmebereich. Der Annahmebereich liegt rechts, der Abnahmebereich oder der Ablehnungsbereich liegt links. Gesucht ist also der Annahmebereich von B bis N, in dem mindestens 95% der Ergebnisse liegen sollen, weil wir Alpha gleich 5% und einen einseitigen Signifikanztest durchführen. Das, was ich hier aufgeschrieben habe, beschreibt also den mathematischen Ansatz. Wir suchen also einen B derart, dass P von x größer gleich B größer gleich 95% ist oder P von x größer gleich B größer gleich 0,95. Jetzt ist das natürlich im Prinzip das Gleiche wie bei den anderen Sachen. Deshalb kann ich da jetzt so ein bisschen wie die Wildsau durchs Unterholz durchlaufen mit den bekannten Werten. Mit den bekannten Werten. Was heißt das hier? Das kann ich jetzt selbst nicht mehr lesen. Mit den bekannten Werten. Ich streite das einfach mal durch. Ja? Probiert man sich an das B heran. Denn das ist ja größer gleich, ist ja so eine kumulierte. Das heißt, man kann das jetzt nicht, wie ich das auch schon früher gemacht habe, bei der Binomialverteilung für x gleich k, man kann das jetzt nicht auflösen, logarithmieren und dann das n oder sowas ausrechnen, sondern man muss sich da heranprobieren mit dem Taschenrechner, Tabelle oder ähnlichem und erhält b gleich 30. Das heißt, also nochmal, man setzt hier entsprechende Werte ein und erhält dann also p von x größer 1 minus x kleiner gleich b
und so weiter und so weiter. Da habe ich mich jetzt einmal etwas kurz gefasst. Ich glaube, bei dem zweiseitigen Signifikanztest, ja, da habe ich das unten nochmal aufgeschrieben. Also hört ihr euch das nächste Video einfach nochmal an. Probiert man sich an und hält B gleich 30, das heißt von 30 bis 50 ist der Annahmebereich zu P0 größer gleich 0,7. Jetzt habe ich noch ein paar Bemerkungen darauf aufgeschrieben. Die gewählte Hypothese H0, das habe ich ja eben schon gesagt, ist die eine Hypothese, die dem Händler zugutekommt. Aus Sicht des Fleischverkäufers müsste man eher mit H0 gleich P0 kleiner 0,7 testen. Ja, das Risiko, gammeliges Fleisch zu halten, soll ja möglichst minimal sein. Wenn man diese Rechnung durchführt, dann erhält man hier einen Wert von 40, um zu 95% sicher zu sein, gute Ware zu erhalten. Ihr seht, wie sehr das... Ja, auch darüber habe ich schon ganz oft berichtet, wie sehr das von dem Wert abhängig ist. Auch wisst ihr was, wo ich gerade so gut hierbei bin. Ich mache gleich den beidseitigen Signifikanztest auch noch. Ein zweiseitiger Signifikanztest mache ich dann ein etwas längeres Video. Beispiel, ein Falschspieler hat echte und gefälschte Münzen, habe ich die Ü-Striche vergessen, in seiner Tasche. Er nimmt eine, wirft sie 100 Mal und zählt Kopf. Weicht sein Ergebnis um mehr als 10 vom Erwartungswert 50 ab. Also wenn er das 100 Mal wirft mit P gleich 0,5 bei einer Münze, ist der Erwartungswert 50, so wird die Münze als getürkt eingestuft. Auf geht's. H0, die Münze ist echt. Wie gesagt, man wählt H0 immer, so ist der Alltagszustand, also der Normalzustand, aber man kann das auch anders machen, muss nicht so sein. H0, die Münze ist echt mit P0 gleich 0,5 und H1, die Münze ist unecht, P1 ungleich 0,5. Ihr seht den Unterschied zu dem einseitigen Signifikanztest. Ich möchte jetzt nicht rechts vom Erwartungswert so ein Intervall ausrechnen, sondern ich möchte links und rechts davon einen entsprechenden Annahmebereich ausrechnen. Das habe ich hier mal hingemacht. Ich habe also hier 50, hier oben ist mein Erwartungswert, hier in der mu gleich, ich schreibe das mal so hin, e von x, der liegt also hier, und dann habe ich links davon einen Annahmebereich für H1, respektive einen Ablehnungsbereich für H0, und rechts habe ich davon einen Annahmebereich für H1 bzw. einen Ablehnungsbereich für H0, und hier in der Mitte, das habe ich jetzt einfach mal so hier hingemacht, ist also der Annahmebereich für die Nullhypothese. Deshalb nennt man das, ihr werdet es nicht glauben, einen zweiseitigen Signifikanztest. Ja, klar, weil ich eben beide Seiten. Gut. Machen wir einmal weiter. Alpha ist ja der Fehler der ersten Art oder wird auch als Signifikanzniveau bezeichnet. Genau, also wir haben die p von x kleiner gleich 40. Das hier also plus, also für den Wert Alpha entspricht also dem Signifikanzniveau, haben wir jetzt die Gleichung Alpha gleich P von P0 mit der Nullhypothese, jetzt hier einmal aus dem Nichtannahmebereich von H0, weil es ja der Fehler erster Art ist, also kleiner gleich 40 plus aus dem Nichtannahmebereich von H0 größer gleich 60, haben wir also hier P von x kleiner gleich 40, und das hier wird also nach den elementaren Rechenregeln P von x größer gleich 60 ist das gleiche. Ups! Das ist das gleiche wie 1 minus p von x kleiner als 60. Ja, mit den entsprechenden Werten sucht man sich also, und dem Taschenrechner sucht man sich also heraus, p mit p0, was war p0? Hier oben 0,5, x kleiner gleich 40, ist also 0,028 plus 0,028, klar, also insgesamt 0,06, 0,0. Was habe ich da? 56, das habe ich aufgerechnet auf 0,6, also 6%. Gut, da habe ich noch eine kleine Ergänzung zu, und zwar, man kann jetzt verschiedene Sachen machen. Man kann den Beta-Fehler, Fehler der zweiten Art ausrechnen, man kann auch den Alpha-Fehler oder den Fehler der ersten Art manipulieren.
was man sagt, der ist mir zu groß oder zu klein. Oder man kann zum Beispiel den Stichprobenumfang auch variieren, indem man sagt, ich mache eine größere Stichprobe, was immer am sinnvollsten ist. Denn ihr wisst ja, darüber habe ich schon viel darüber berichtet, wenn man den Alpha-Fehler kleiner macht, wird automatisch der Beta-Fehler größer und umgekehrt. Also das ist alles nicht das Wahre. Gut. Der Alpha-Fehler ist uns zu groß, gebe ich einfach mal so vor. Wir möchten ihn auf maximal 1% drücken. So. Bemerkung, gibt man wie bei vielen derartigen Aufgaben den Alpha-Fehler vor. Der wird also ganz oft vorgegeben, dieses Signifikanzniveau, sind die neuen Annahmen bzw. Ablehnungsbereiche zu bestimmen bei sonst gleichbleibenden Parametern. Klar, Ansatz. Weicht die Kopfzahl um mehr als z vom Erwartungswert 50 ab, so wird die Münze als getürkt betrachtet. Dabei soll gelten, Alpha ist kleiner gleich 1%. Das habe ich jetzt ein bisschen geschmiert. Bitte ich um Entschuldigung. Das heißt P von P0 und wir entscheiden uns aus dem Annahmebereich für H1 oder aus dem Ablehnungsbereich für H0 kleiner gleich 0,1. Das führt auf folgende Gleichung. Wir haben ja einen beidseitigen Signifikanztest, P mit P0, x kleiner gleich 50 minus z, sind wir links davon, plus P von P mit P0 für x größer gleich 50 plus z, das z ist gesucht. Diese Summe zusammen ist kleiner als 0,01, dem Alpha-Fehler. Und dann bekommen wir, ja, nach diesem, das was ich eben schon gesagt habe, P von x größer gleich 50 minus plus z ist 1 minus p von x kleiner als 49 plus z. Den einen habe ich da weggenommen. Kleiner 0,01. Und jetzt geht es wieder. Man macht eine entsprechende, mit dem Taschenrechner lässt man sich eine Tabelle oder eine Liste ausgeben. Dann erhält man, das brauche ich ja eigentlich nicht mehr, das denke ich mir. Ja, wo fängt man an? Man kann natürlich von 0 bis vorgeben. Ich habe das jetzt hier etwas abgekürzt. Also für z gleich 12 erhalte ich die Werte 0,011 plus 0,011, 0,02 oder 2,2%. Das ist uns zu hoch. Wir wollten ja kleiner als 0,1% haben. Für z gleich 13 erhält man Alpha gleich 0,012, 1,2%. Aha, sodass wir dann vermuten, für z gleich 14 haben wir das Alpha unter 1% gedrückt. Das ist der Fall 0,006, also 0,7%. Und dann erhält man also den entsprechenden Alpha-Fehler und wir haben erhalten als Lösung z gleich 14. Ja, das ist im Prinzip, im Großen und Ganzen, die Sache mit dem Hypothesentest. Wer sich tatsächlich die 3, 4 Videos angeguckt hat, der weiß, und wer das auch im Buch durchliest, der weiß, dass sich da die rechnerischen Sachen im Prinzip immer wiederholen. Das ist jetzt auch rechentechnisch nicht sehr anspruchsvoll, sage ich jetzt einfach mal. Es bleibt noch in meinem Kurs über Kombinatorik, Ausblick für die nächsten Videos, die Normalverteilung. Dann wird es allerdings ein bisschen schwieriger. Dazu braucht man eine relativ komplizierte Figur, aber man hat dann die Möglichkeit, Binomialverteilungen für ganz große n auch bestimmen zu können, was ja sonst im Prinzip zu allergrößten Schwierigkeiten führt, wenn ich sage, meine Stichprobe n soll also jetzt zum Beispiel 40.000 groß sein. Da kriegt man ja irre Werte mit der Binomialverteilung. Das geht dann viel besser mit der Normalverteilung. Das wäre der Ausblick für die nächsten Videos. Ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt. Hoffentlich hat es euch Spaß gemacht. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich sage Tschüss.